Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Hier ist wieder euer Hunter und wir haben beim letzten Mal die Quest mit Ulrich Leland abgeschlossen und haben ihn seiner gerechten Strafe zugeführt. Dementsprechend werden wir in diesem Part uns einer anderen Quest widmen, welche müssen wir allerdings noch schauen. Denn sonderlich viele haben wir gar nicht angenommen bis jetzt. Dementsprechend würde ich sagen, wenn wir schon hier bei diesen ganzen Städtequests sind, wenn du gleich die nächste Stadt ein bisschen erkunden, wo es auch eine äußerst interessante Mission gibt, nämlich ins Kingrad. Das ist auch eine meiner Lieblingsmissionen, die wir dort bekommen werden. Aber ich will euch jetzt nicht spoilern, sondern ihr sollt natürlich selbst sehen, was das für eine Mission ist, ob euch die selbst zusagt. Dementsprechend geht es jetzt mal hier rauf. Wir schauen uns hier jetzt erst einmal die Stadt an. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon jemals waren. Sieht so aus, als ob wir hier noch gar nicht waren. So, wer bist du? Die örtliche Bettlerin? Der örtliche Bettler trifft's wohl eher. So, was haben wir hier? Lazar Milvans Haus. Dann statten wir dir mal einen Besuch ab. Vielleicht kann uns da ein bisschen was erzählen über die Stadt. Hallo. Um ein Irrtum. Aha. Das habe ich auch noch nie gesehen. Dann sagen wir erst einmal Entschuldigung. Aha. Also, da bin ich ehrlich, das hatte ich auch noch nie. Aber gut, das hat nicht mal eine Sprachausgabe. Das scheint irgendwie ein Bug oder sonst was zu sein. Wie gesagt, ich kannte das bisher auch noch nicht. So, wer bist du? Du siehst nicht aus wie eine normale Stadtwache. Grüße. Bist doch nicht. Was braucht ihr? Probiert unsere Weine und Käse und Salmos Milchsemmeln. Seht euch die Burg an. Aber erwartet nicht, den Grafen kennenzulernen. Er will mit Fremden nichts zu tun haben. Scheint hier keine sonderlich sympathischen Grafen zu sein. So, was haben wir hier? Eine Prunkwinde. Auch schick. Auch diese Brücken hier sind schön, die hier über diesen Weg zwischen den Burgtoren führen. Beziehungsweise über der Stadttore. So, das ist schon eine große Kirche zu sein. So, da sind wir auch schon wieder ein paar mehr Menschen hier aus der Stadt. Guten Abend. Ich bin Bernadette Penelés. Servus. Ich arbeite für Tamika. Ich baue Trauben an, für ihre Weine. Gut, dann kannst du uns etwas Neues erzählen über die Stadt. Ich habe mein ganzes Leben hier zugebracht, mit Traubenzucht. Darin kenne ich mich aus. Frische Luft, Berge, die Trauben an den Reben. Es ist einfach wundervoll. Gut, und Gerüchte? Ich habe im kolovianischen Händler ein paar Sachen erstanden. Und Gunda ist ein netter Kerl. Kolovianische Händler? Wiedersehen. Das hört sich tatsächlich sehr nach Geschäft an. Wer sollte ihm etwas antun wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, wer Tutsius etwas würde antun wollen. Schönen Tag. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Aha, Tutsius Sextius soll irgendwas angetan werden. Psst, hier drüben. Wie lautet ja, hier? Und wir werden angesprochen. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet das nicht bereuen. Das Gesicht ist auch sehr schick. Vor allem, warum schleicht ihr durch die Stadt? Sei. Aber gut, dieser Typ hier war der, weswegen ich hergekommen bin. Wie gesagt, eine meiner Lieblingsmissionen. Er hat gesagt, die Mission heißt übrigens Paranoia, das heißt, man kann sich schon ein wenig was darunter vorstellen. Wie gesagt, hier steht er, dass wir einen geheimnisvollen Waldelf namens Klartier getroffen haben. Und der hat uns um ein Treffen heute um Mitternacht hinter der großen Kapelle gebeten. Und wollte nicht sagen, um was es geht. Allerdings hat er auch gesagt, dass wir es nicht bereuen würden. Sondern jetzt spreche ich mal den Schleichenden an. Ich habe eine glückliche Hand für Trauben und Bögen. Shamir, Züchter und Lehrmeister. Aber ich nehme an, ihr möchtet schießen und nicht Trauben kultivieren. Habe ich recht? Am I right? Wieder ein Übersetzungsfehler. So, dann fragen wir ihn mal was über Klartier. Manche Dinge sollten nur Freunde einander anvertrauen. Ja?
Dann werden wir doch Freunde, mein Lieber. Bemerkenswert. Oh, der ist klasse. Da spart euch. Erzählt nicht solchen Unfug. Oh, das mochte er nicht. Dann habe ich es jetzt falsch gemacht. Das mag er gar nicht. Das mag er sehr. Okay. Der ist klasse. Bemerkenswert. Erzählt nicht. Spart euch eure Worte. So, jetzt sind wir wieder so ungefähr vom am Ausgangspunkt. Eine tolle Geschichte. Wo habt ihr den her? Oh, bitte. Erzählt nicht solchen Unfug. So, einmal probiere ich es noch, ansonsten. Gute Arbeit. Wo habt ihr den her? Das ist gut. Ach, erzählt okay. Nichts. In Ordnung, ich verstehe. Wir kriegen das sicher noch aus dem von dem anderen. Das heißt, wir fangen jetzt an. Reman Bruder, er arbeitet auf dem Weingut der Surilje-Brüder. Ich arbeite auf dem Weingut von Tamika. Reman war 20 Jahre bei der Legion und ist Lehrmeister für fortgeschrittene Scharfschützen. Und Gerichte? Uras ist ein guter Schafhirte, aber seine große Liebe gilt dem Käse. Aber mit Käsehüten kann man natürlich kein Geld verdienen. Ja, das ist wahr. So, dann auf Wiedersehen. Ich glaube, wie gesagt, die Infos über Glatier kriegen wir auch noch von dem anderen. Und warum schleicht er durch die Stadt? Ein wenig seltsam. So, allerdings werden wir, bevor wir uns hier über den schleichenden Typen wundern, erst einmal hier hinter der Kapelle, glaube ich, hat er gesagt. Das ist gar keine Kirche, sondern eine Kapelle. Große Kapelle. Eine große Kapelle ist doch eine Kirche. Falls nicht, dann klärt mich auf, was der Unterschied ist. Ich weiß, dass eine Kapelle normalerweise kleiner ist. Aber was ist denn dann eine große Kapelle? Ist doch eine Kirche. Aber gut, genug davon. Wir warten. Warten wir 7 Stunden. Ich denke, um 25 Minuten nach Mitternacht wird er auch noch hier stehen. Ich hoffe es zumindest. Oh. Nein, 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 nein. Das war viel zu lang. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt von der Zeit her. Aber da ist er noch. Ich sagte doch. Ah, Fetz. Es ist nicht in aller Öffentlichkeit, du Idiot. Ah, da. So ist das. Beim Aufnehmen. Immer macht man keinen Scheiß. Aber jetzt weiß ich, es sind 22 Stunden. In 24 Stunden wäre wieder dieselbe Zeit. Das heißt, hoffentlich machen wir es diesmal richtig. Und haben uns nicht blöderweise verrechnet. Auch schick, wir scheinen uns im Herdfeuer zu befinden. Herdfeuer 16. Der Monat Herdfeuer, wie mir scheint. Und hier ist er. Ah, ihr seid da. Seid ihr sicher, dass ihr nicht verfolgt wurdet? Gut, ich wusste doch, dass ich euch vertrauen kann. Niemand sonst in der Stadt, sie wissen alle Bescheid. Alle beobachten mich. Nun ja, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Ich zahle euch gut mit Gold. Ihr mögt Gold, nicht wahr? Viel Gold. Und das ist los. Ich werde verfolgt, beobachtet. Vielleicht die Marukati-Auserwählten. Bin mir nicht sicher. Ich bin eine Gefahr, seht ihr? Für ihre Pläne, ich weiß zu viel. Ich möchte, dass ihr einige Leute für mich überprüft. Die Leute, die mich verfolgen. Beobachtet sie. Achtet darauf, wohin sie gehen und wem sie Bericht erstatten. Wollt ihr mir helfen? Sehr gut. Das soll euch nicht leid tun. Ich zahle gut. Habe ich das schon erwähnt? Lasst uns mit Bernadette Penelés anfangen. Seid um 6 Uhr früh vor meinem Haus. Dann werdet ihr sie sehen, wie sie mich beobachtet. Achtet darauf, wohin sie geht und wem sie Bericht erstattet. Wir treffen uns morgen Abend wieder hier. Ach ja, und sprecht mich niemals in der Öffentlichkeit an. Sie beobachten uns. Sie können nicht wissen, dass ihr mir helft. Na dann, was weißt du denn über die Liebe? Ihr Haus liegt fast direkt gegenüber meinem, südwestlich der großen Kapelle. Zufall? Das glaube ich nicht. Ich könnte euch so viel erzählen, so viele Geheimnisse. Doch dann wärt ihr auch in Gefahr. Am besten sieht uns niemand beim Reden. So gut, dann hätten wir das und ihr seht. Erinnert euch, Bernadette Penelés, 6 Uhr früh. Lasst euch nicht beim Beobachten erwischen. Gut, rein theoretisch müsste man das jetzt nicht machen, das Beobachten. Man könnte auch einfach bis nächste Mitternacht warten und ihm einfach irgendwas sagen. Allerdings wollen wir uns doch zumindest davon überzeugen, dass sie entweder tatsächlich was macht oder eher, wie zu vermuten ist, sich das einbildet. Aber gut, er hat gesagt, 6 Uhr morgens hier.
Also werden wir uns das jetzt mal anschauen. Das heißt, 5 Stunden, dann ist es nämlich 17:45, beziehungsweise 17:45. Dann sollten wir die, ich sehe eine Sie, schon sehen können, falls sie ihn wirklich beobachtet. Seht ihr nicht, dass ich sehr beschäftigt bin? Ich habe dich nicht angesprochen, mein Freund. Achso, ich stehe wieder in der Tür, vielleicht deswegen. Früh um 6 Uhr, genau. Bei seinem Haus beobachten. Okay. So, wo ist ihr Haus? Schauen wir das lieber hier nach, bevor wir hingehen. Hier, wir schauen genau drauf. Schauen wir mal dahin, vielleicht kommt sie dann raus. Aber gut, das ist glaube ich auch noch nicht. Doch, jetzt ist schon 6.02 am. Und da kommt sie tatsächlich raus. Und da hinten ist glatt hier. Und sie geht direkt in die Kapelle hinein. Und da kommt Glad hier wieder. Aber bis jetzt sah es tatsächlich nicht so aus, als würde sie ihn beobachten. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein wenig. Ob sie vielleicht wieder rauskommt. Ansonsten würde ich sagen, war das schon ein ziemlicher Beweis dafür, dass sie scheinbar nicht sehr interessiert daran ist, was Glad hier Reden macht. Fürs Reden ist keine Zeit. Gute Weiterreise. Schönen Tag. Gute Weiterreise ist auch gut, wenn er von sein Haus ist. Aber jetzt hat er wieder umgedreht. So gut, aber ich denke, das reicht, bevor wir noch ewig weiter warten. Also wie wir gesehen haben, wenn er Dead Pinlays beobachtet ihn tatsächlich nicht. Es hat gerade einmal ein einziges Mal seinen Weg gekreuzt. Und das nicht einmal richtig, sondern in seiner Nähe vorbeigegangen. Das heißt, wir werden eben das auch Glad hier sagen. Das heißt, wir warten. Es ist 6. 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 5 Stunden, dann ist es wieder kurz vor Mitternacht. Und dann sollte er wieder hier hinter der Kapelle stehen und wir sollten mit ihm drüber reden können. Ach so, es war ja AM, genau, da müssen wir jetzt noch einmal 12 Stunden warten. Das ist auch ein wenig verwirrend. Also müssen wir halt noch einmal warten. Genau, Herdfeuer ist der Monat, denn davor war glaube ich noch der 16. Und dann schon der 17. Herdfeuer. Und da kommt er wieder. So, ihr habt Bernadette Pinelés erwischt? Wie? Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? So, bei ihr werden wir jetzt sagen, sie hat euch nicht beobachtet oder verfolgt. Wirklich? Das überrascht mich. Ich war mir sicher, dass sie mich beobachten würde. Aber natürlich, das Gold hier. Aber da ist noch jemand, über den ihr Nachforschungen anstellen sollt. Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Ein ruhiger Bursche, scheint völlig harmlos. Aber ich habe ihn als einen der Hauptverdächtigen ausgemacht. Er ist schlau, kein Zweifel. Augen im Hinterkopf. Scheint immer zu wissen, wenn ich ihn beobachte. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Wartet vor seinem Haus und achtet darauf, was er tut, wenn er mich gerade nicht beobachtet. Ich warte dann morgen Nacht hier auf euch und euren Bericht. So, was weißt du denn über Tutius Sextius? Er lebt in dem großen Haus zwischen dem niederen Tor und der Ostbrücke. Allein. Verdächtig, meint ihr nicht? Und Bernadette Pinelés? Ich kann immer noch kaum glauben, dass sie mich nicht beobachtet haben soll. Aber es ist eine Erleichterung, dass ich mir jetzt endlich keine Sorgen mehr um sie zu machen brauche. Schön.
Lasst euch nicht von Tutius Sextius erwischen, wenn ihr ihn verfolgt. Er ist viel gefährlicher, als er aussieht. Ja, davon müssen wir uns selbst überzeugen. Und wir haben auch bereits einmal hier in der Stadt irgendetwas von Tutius Sextius ein Gespräch damit belauscht. Und höchstwahrscheinlich meinten sie, die Auseinandersetzung zwischen Glatia und Tutius Sextius. Ich denke, Tutius Sextius wird wissen, was Glatia von ihm hält, beziehungsweise weiß, dass Glatia denkt, er wolle ihm was antun. Allerdings würde ich sagen, zu diesem Tutius Sextius begeben wir uns erst im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß mit deinen Videos. Ciao.